Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Girlytainment. Hallo zum neuen Video und heute geht's mit meinen Ponys zur Generalprobe zum Schloss, wo die Hochzeit stattfinden wird. Die Frage ist, wie läuft es? Wird es komplett chaotisch? Müssen wir alles ändern, weil sich die Ponys irgendwie nicht wohlfühlen? Das schauen wir uns jetzt an. Ich habe ja vor kurzem einen Heiratsantrag bekommen von meinem Freund während eines Fotoshootings. Ich sag's dir, ich habe absolut nichts geahnt und plötzlich hatte ich einfach einen Ring am Finger. Und jetzt sind wir mittendrin. Ich habe dir in einem Video schon mal die Location gezeigt, wofür wir uns entschieden haben, wo wir heiraten werden. Das sieht dort so schön aus. Habe auch verschiedene Brautkleider probiert und das auch mitgefilmt. Gib unter dem Brautkleid-Video gerne auch deinen Tipp ab, welches Kleid es geworden ist. Nur hatten wir jetzt eine Überraschung im Stall. Was liegt denn da im Stroh? Wir waren minimal überrascht. Wie das Ganze genau war, habe ich dir unter diesem Video da gezeigt. Das siehst du da jetzt rechts oben. Vielen lieben Dank auch für all die netten Kommentare. Ich habe dich nämlich dort auch gefragt, was wir machen sollen. Sollen wir Porzellinchen jetzt trotzdem als Ringpony nehmen für die Hochzeit? Sollen wir das Fohlen vielleicht mitnehmen? Da habt ihr super nette Kommentare dagelassen. Wir waren uns unsicher. Klappt das dann auch oder nicht? Und jetzt haben wir uns einfach dafür entschieden, dass wir es einfach mal ausprobieren und hier so eine Generalprobe machen, Porzellinchen und das Fohlen mal zur Location mitnehmen. Ja. Erste Mal auf dem Pferdeanhänger. Das Fohlen denkt dir nur so, hey, was ist da los? Kommst du oder bist du hier drinnen? Komm. Gut. Komm. Okay, ich glaube, das wird nichts. Na komm. Trau dich, kleiner Mann. Das mit dem Pferdeanhänger hat wohl nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Also, der kleine Mann wollte noch nicht in den Pferdeanhänger rein. War ja auch sein erstes Mal. Mit der Unterstützung meiner Freundin hat das kleine Persönchen es aber dann doch in den Pferdeanhänger geschafft. Das allererste Mal mit Pferdeanhänger fahren. Wunderschön. So kann ich natürlich top in die Schlosslocation jetzt. So, der kleine Mann ist verladen. Da steht er drinnen. Zu trinken haben sie dabei, ein bisschen Heu. Und wir sind jetzt schon spät dran, das heißt, wir müssen jetzt los. Und ganz, ganz wichtig ist, wenn man mit Ponys fährt, ganz dringend hier zusperren. Weil Porzellinchen weiß, wie man das aufmachen kann und das ist halt dann auf der Autobahn absolut nicht lustig. Kamera habe ich angemacht, also los geht's. Und wie du siehst, Porzellinchen und das Fohlen machen einen super guten Eindruck. Es ist ja eigentlich auch nichts anderes, als wenn wir auf eine Pferdeveranstaltung fahren würden. Zum Beispiel auf so eine Zuchtveranstaltung, wo Fohlen prämiert werden. Da packt man ja auch das Fohlen ein, man fährt dorthin, präsentiert das, fährt dann wieder zurück. Fohlen hat danach keinen großartigen Schaden. Zumindest habe ich das bei keiner meiner Pferde erlebt, als ich mit dem Pferdeanhänger wohin gefahren bin. Und so macht das Fohlen auch einen super guten Eindruck. Wir befinden uns da jetzt hier auf dem Parkplatz, wo dann auch die ganzen Hochzeitsgäste parken werden. Das ist direkt hier vor dem Schloss und das sieht auch, finde ich, richtig schön aus. Es gibt hier auch Parkplätze für Elektroautos, das habe ich auch sehr gefeiert. Und genau hier soll dann auch die Kutsche sein. Das habe ich dir auch in einem meiner letzten Videos gezeigt. Welche Pferde dann vor der Kutsche sein werden, das zeige ich dir in meinem letzten Video. Ich verlinke dir das auch da jetzt oben. Aber schau, also sowohl das Fohlen, also Porzellinchen chillen ihr Leben. Natürlich wird das dann einfach auch noch besonderer sein, wenn halt dann die ganzen Hochzeitsgäste da drinnen warten. Aber das kennt Porzellinchen ja auch. Also ich war mit ihr ja zum Beispiel mal in einem Seniorenwohnheim, wo sie dann auch ganz, ganz viele alte Menschen glücklich gemacht hat. Und da war sie auch tiefenentspannt. Also all die Videos, wo ich mit Porzellinchen schon war, das habe ich dir ja auch auf meinem YouTube-Kanal hier alles abgespeichert. Kann man sich alles easygoing nachsehen. Und hier gibt es mehrere Räume, wo wir verschiedene Stationen auch geplant haben. Hier gibt es zum Beispiel dieses schwarze, so ein LCD-Screen, wo wir ganz, ganz viele Fotos von meinem Freund, also von meinem Verlobten und mir dann zeigen wollen von früher noch. Und jetzt hier rechts geht es in den Zeremoniesaal. Hier würde ich dann mit meinem Vater dann hier reingehen.
Rechts und links sind die ganzen Stühle, wo die Hochzeitsgäste dann sitzen werden. Und mein Verlobter steht dann ganz vorne. Und dann im Laufe der Zeremonie würde dann Porzellinchen und eventuell das Fohlen halt dann eben auch reinkommen. Ich habe jetzt hier so den Strick so ein bisschen nach vorne gegeben, zur Seite, damit sie direkt neben mir geht. Sie wird dann, glaube ich, von meiner Schwester einfach hier reingeführt. Sie soll auf jeden Fall direkt neben ihr gehen, damit das Kleid Porzellinchen und das Fohlen nicht dann verdeckt. Ja, und dann würde gegenüber dann eben halt mein Verlobter stehen und vielleicht könnten wir dann irgendwie da auch so einen Kuss machen oder so oder ein Kussfoto. Wir haben das Ganze dann auch mit den Fotografen und mit den Videografen besprochen. Für wen wir uns da entschieden haben, verlinke ich dir alles in der Infobox. Kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen. Und wie du siehst, das Fohlen schaut jetzt mal ganz genau, okay, was ist das für ein stranger Boden? Und auch Porzellinchen denkt sie nur so, jo, da sind wir jetzt hergefahren und jetzt gehen wir da so ein bisschen rum und dann geht's wieder in den Pferdeanhänger rein. Also ich glaube, es war für sie der leichteste Job aller Zeiten. Und ja, ich glaube, das geht schon ganz gut, oder? Was sagst du dazu? Schreib mir das gerne in die Kommentare. Aber hier sieht niemand gestresst aus oder sonst was. Und ich glaube auch, wenn da jetzt mehrere Hochzeitsgäste da sein werden, wird das trotzdem ganz gut gehen. Die Vermieter von dieser Location waren auch dabei und waren ganz entzückt. Also Porzellinchen und das Fohlen wären dann hier so die allerersten tierischen Hochzeitsgäste. Und jetzt geht es dann wieder zurück zum Parkplatz und dann wieder zurück in den Pferdeanhänger und dann zurück zu den anderen, wieder auf die Wiese und einfach wieder mal Leben genießen. Also das war sehr entspannt. Also da mache ich mir jetzt echt gar keine Gedanken drum. Ich glaube, das wird ganz cool. Oh mein Gott. Somit steht der ganzen Hochzeit jetzt nichts Großartiges im Wege. Ich hoffe, es wird einfach nur kein Fail passieren. Ich bin schon sehr aufgeregt, ich sag's dir, wie es ist. Es sind so viele Dinge, die man da beachten muss. Und vor allem, wenn Tiere dabei sind, ist es halt auch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Wenn dich das interessiert und falls du auch das fertige Hochzeitsvideo dann sehen möchtest nach der Hochzeit, dann abonniere sehr gerne hier kostenlos meinen YouTube-Kanal. Es gibt natürlich dann auch weitere Pferdevideos hier auf meinem Kanal, keine Sorge. Ich verlinke dir da jetzt noch zwei weitere Videos. Hör sehr gerne meinen Podcast Anita Girly Themen Sprachmemos. Und dann sehen wir uns gern in einem der nächsten zwei Videos. Also hier gleich weiterklicken.